Herzlich willkommen zum Energieupdate vom 2. bis zum 8. Mai 2022. Mein Name ist Heike Bartels, ich bin sensitiv für Energien und möchte gern mit euch teilen, was mir die Meister für die nächste Woche durchgegeben haben. Zum einen haben wir sehr schwere Energien und ja, das kennen wir alle schon seit 2020 und eigentlich hatten wir genug davon. Ich kann schon hören, wie ihr sicherlich nicht begeistert seid, immer nur zu hören, ja, und es ist wieder intensiv und es ist wieder schwer und. Genau, aber wir hatten natürlich jetzt nach diesen 2 Jahren mit immer kontinuierlich schweren Energien endlich auch leichtere Energien, aber vielleicht hattet ihr trotzdem das Gefühl, dass es nicht so wirklich richtig vorwärts ging, obwohl man viele kleine Zeichen oder auch größere Zeichen sieht, dass sich schon etwas verändert. Zum Beispiel haben wir jetzt hier ein Zero Waste Café und sowas wäre vor einiger Zeit noch ja, sehr Zukunftsmusik oder undenkbar vielleicht sogar gewesen. Undenkbar vielleicht nicht, aber einfach weit entfernt. Es ist doch alles jetzt recht oder manches schnell gegangen in der Entwicklung und das sieht man ja auch zum Beispiel in der Textilindustrie oder auch in anderen Bereichen. Ja, wir sehen also, dass es durchaus notwendig ist, was jetzt auf uns zukommt, nämlich ganz viel Veränderung, Transformation nochmal. Und die Meister haben dazu gesagt, gibt es etwas oder wenn ihr euch mal wirklich fragt, nachschaut, in euch selbst hineinhört, habt ihr euch vielleicht irgendwo heimlich gewünscht, dass das Alte zurückkommt in irgendeinem Bereich eures Lebens, dass man wieder so wie früher in irgendeinem Bereich sein kann? Das ist jetzt, wie wir wissen, ist das nicht möglich. Und es geht darum, in diesem Punkt und mit dieser Frage ehrlich mit sich selbst zu sein. Denn dadurch, dass man es nicht ist, vermeidet man den Wandel in sich selbst. Also man vermeidet, sich selbst zu verändern. Aber wir wissen, die Welt verändert sich und wir müssen uns verändern. Und die Frage ist jetzt, tust du das aktiv? Kreierst du dein Leben? Hebst du dein Bewusstsein absichtlich an oder tust du das nicht und lässt dich verändern und damit bist du dann in der Opferhaltung und damit leidest du auch. Wenn du dein Leben selbst kreierst und selbst in die Hand nimmst, dann ist das nicht der Fall. Und darum geht es jetzt, wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein, Bilanz zu ziehen, sich das zu fragen und dann zu gucken, okay, was möchte ich? Und natürlich sind wir aufgefordert, hier Verantwortung zu übernehmen, für uns selbst, für unser eigenes Leben zu verstehen, okay, vielleicht gefällt mir das alles nicht, aber das ist das, was im Kollektiv kreiert worden ist und natürlich ist auch meine Energie daran beteiligt und ich kann aber auch etwas anderes jetzt hier kreieren, ganz aktiv. So, das zweite Thema. Und zwar Langsamkeit als ganz essentielles Werkzeug zur Selbstfürsorge. Also es geht jetzt wirklich darum, langsamer zu machen, ganz bewusst, denn diese Eclipse-Zeit, also diese Finsternisse, die wir jetzt haben, wir haben einmal eine, ich muss einmal die Richtung wechseln mit dem Wind. So, es geht weiter. Wir haben also einmal eine Mondfinsternis und zuerst davor am 30. April eine partielle Sonnenfinsternis. Das sind immer Anfänge. Die Mondfinsternis, und das ist auch noch ein Blutmond, also richtig heftig, sind immer Beendigungen. Und das ist Mitte Mai. Und wenn wir ja jetzt dazwischen hängen sozusagen, dann wissen wir, es gibt ganz viel Transformation und Veränderung, das kann auch sehr plötzlich auf uns zukommen. Aber nichts davon ist natürlich wirklich überraschend, vielleicht in der Plötzlichkeit, aber es sind natürlich alles Dinge, die notwendig sind.
Und es könnte auch sein, dass wir uns an einem Punkt befinden, wo es dann in anderer Richtung weitergeht, also an einem Umkehrpunkt. Und das meine ich auch in einer ganz positiven Weise in unserem Leben, an einer Kehrtwende, an einer Wegkreuzung. Und dann wissen wir aber auch, wo es weitergeht für uns. Ja, es geht also wirklich darum, da jetzt ein bisschen durchzuhalten und durchzukommen und mit sich selber im Einklang zu sein. Und vielleicht kannst du jetzt noch nicht genau erkennen, was da genau rauskommt, aber bleib fokussiert auf deine Träume und Wünsche. Hab Vertrauen, dass diese Veränderungen, die da jetzt kommen, auf jeden Fall auch für dich passieren. Und die ganzen oder bei den ganzen Werkzeugen zur Selbstfürsorge jetzt und dieser Langsamkeit geht es darum, das in der Natur zu tun. Die Natur heilt und das hoffe ich, könnt ihr jetzt auch gerade mit mir hier genießen. Diese Gänse, die da im See spielen, sie haben auch ganz viele Junge und die Vögel, die zwitschern. Ja, da paddelt gerade ein Paar vorbei mit 5 Jungen. Leider kann ich euch das jetzt hier nicht zeigen, aber ja, das ist einfach ganz wichtig. Das, was ihr tut, vielleicht meditieren, Bäume umarmen, gärtnern, auch Tagebuch schreiben oder Bewegung, ja, in frischer Luft, an frischer Luft oder auch einfach nur auf einer Bank sitzen und sein. Ja, das mache ich jetzt ja auch gerade hier. Das hilft ganz enorm und plant Zeit dafür ein. Vielleicht ist es wichtig, dass ihr es in euren Tagesplan einbaut, wenn ihr sehr beschäftigt seid immer. Das ist auch was ich dann mache. Ich schreibe mir das in die Agenda und dann habe ich sozusagen keine Ausrede, dem zu entkommen. Genau. Und was meinten noch die Meister dazu? Sie haben gesagt, dass Freundlichkeit, also eigentlich liebevoll zu sein mit euch selbst und anderen, jetzt gerade das Allerwichtigste ist in dieser Zeit und auch für den Rest des Monats Mai. Und es geht wirklich darum, zum Beispiel zu gucken, wie könnt ihr mehr davon in euren Tagesplan einbauen? Wie könnt ihr liebevoller mit euch selbst umgehen? Und da haben wir uns nochmal ganz deutlich darauf hingewiesen, wie sprecht ihr denn eigentlich mit euch selbst? Sprecht ihr mit euch selbst nett, liebevoll oder vielleicht auch anders? Genau. Und dann geht es auch darum, wie man mit anderen Menschen umgeht natürlich und nicht nur mit denen, die einem nahestehen und die man vielleicht gerne mag, sondern mit fremden Menschen. Ja, wie kannst du in deinem täglichen Leben auch fremden Menschen liebevoll begegnen? Zum Beispiel, indem du jemanden im Supermarkt vorgehen lässt oder ein Lächeln für einen Fremden oder so etwas. Es geht also wirklich darum, da deutlich mehr zu machen und ja, einfach Liebe auszustrahlen. Ja, jetzt sind die Gänse schon wieder im Wasserski-Format gelandet. Also es ist wirklich fantastisch. Ja, aber sie werden es sicherlich nicht machen, wenn ich die Kamera drauf halte. Und ansonsten bin ich nicht schnell genug. Ich hoffe, das hat euch weitergebracht natürlich für die nächste Woche. Ich danke sehr für die Zeit und für die Aufmerksamkeit. Und für Teilen, Liken, Kanal abonnieren, kommentieren, alles das, was hilft, diese Gemeinschaft von gesunden, glücklichen Menschen zu vergrößern. Und vielen Dank, dass ihr zusammen mit mir daran arbeitet, eine neue Welt in Frieden, Freude, Freiheit, Liebe, Wohlstand und Gesundheit, Mitgefühl. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aufzubauen. Denn das ist die Richtung und ich weiß, das ist das, was uns allen am Herzen liegt. Alles Liebe und einen wundervollen Tag.